Heute möchte ich euch erzählen, was passieren kann, wenn dein Tier eine Tierkommunikation erleben durfte. Ich höre oft von meinen Klienten, meinem Tier geht es danach viel besser oder ja, es ist viel losgelöster, die Symptome sind weniger geworden und es ist einfach ja, viel leichter für das Tier, mit einer bestimmten Sache umzugehen. Wir alle kennen das, wenn wir irgendwelche Sorgen haben oder uns irgendetwas bedrückt und wir hatten ein wunderbares Gespräch mit einer Freundin oder eventuell auch mit einem Therapeuten. Wie gut es uns danach gehen kann. Es ist so wichtig, sich auszutauschen und sich einmal alles von der Seele zu reden. So geht es unseren Haustieren auch. Sie sind oft befreiter danach. Die Symptome werden tatsächlich weniger oder werden gelindert. Und so kann die Tierkommunikation helfen, dass es deinem Tier besser geht. Auch die Bindung zu seinem Halter kann dadurch deutlich verbessert werden. Durch das Gespräch werden oft Probleme aufgedeckt oder es können Vereinbarungen getroffen werden, die bisher noch nicht ja, ausgesprochen wurden. Und so kann die Verbindung zu dem Halter oder überhaupt zu Menschen eine ganz neue, eine ganz andere werden. Nur durch ein Gespräch. Und so passiert eine gegenseitige Bewusstseinsveränderung. Und das erlebe ich ganz oft und es ist total schön, wie Mensch und Tier so viel besser zusammenpassen und ja, schöner zusammenleben können. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen näher bringen, was nach einer Tierkommunikation passieren kann mit deinem Tier. Ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht, also noch nie erlebt, dass jemand sagt, oh, seit der Tierkommunikation geht es meinem Tier ganz schlecht oder es hat sich so ins Negative verändert. Es waren bisher immer positive Veränderungen. Ja, wenn du magst, erzähl gerne mal in den Kommentaren, ob du und dein Tier schon Erfahrungen mit der Tierkommunikation gemacht haben. Ich freue mich sehr über Kommentare. Ich freue mich natürlich über Daumen nach oben und über neue Abonnenten. Also darfst du mich gerne weiterempfehlen oder teilen, auch auf deinen Social Media Seiten. Genau, und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis dann.